Jeden Tag stehen wir immer wieder vor neuen Herausforderungen. Und was können wir dagegen machen? Wie können wir das uns leichter machen? Was ist für uns letztendlich die Herausforderung, dass wir damit zurechtkommen? Man muss sich natürlich damit beschäftigen, was man letztendlich möchte. Worauf kommt es einem an? Und erst dann, wenn man diesen Unterschied herbeigeführt hat, wird man herausfinden, okay, es ist also so zu verstehen, dass man das, was man im Kopf gerade besitzt, eine Herausforderung darstellt. Und erst dann, wenn man darüber hinaus weitergeht, dann wird man herausfinden, letztendlich, okay, ich muss also meine Gedanken sortieren und dahin bringen, wo ich sie letztendlich haben möchte. Wenn wir oder der Arbeitgeber, wo man jetzt gerade angestellt ist, einem mehr oder weniger rät, das zu machen, dann muss man einfach nur sich die Frage stellen, welche Bedingungen ist man bereit dafür auch zu erfüllen? Möchte man diese Tätigkeit überhaupt ausüben? Und wenn man diese Gedankenzüge hat, dann weiß man, oder kann ich dir mal auf den Weg geben, nee, das ist nicht der richtige Beruf. Weil überall, wo du dir Gedanken jetzt zumachst, ist ein Zeichen dafür, ja, es ist eigentlich schon 5 vor 12. Also höchste Eisenbahn, etwas zu machen. Und wenn du so weit schon bist, dass du dir sagst, du möchtest einen Schlussstrich ziehen, dann solltest du ihn auch in Erwägung ziehen. Aber ohne den wird das nichts, wenn du nicht einfach für dich dafür sorgst, um zu sagen, ich mache jetzt mal wirklich offene Karten, spiel auch das Spiel, was ich für richtig halte und nach meinen Spielbedingungen. Und erst dann, wenn du das anderen Menschen auch mit auf den Weg gibst, dass die ganz klar wissen, wo sie dran sind, dann wirst du für dich herausfinden, diese Kommunikation ist eigentlich der Schlüssel und der Hebel zum Erfolg. Und darüber kannst du kommunizieren mit allen Menschen, indem du denen einfach mal mit auf den Weg gibst, okay, ich soll das machen, aber ich mache das nicht mehr, weil ich da nicht mehr zu fähig bin. Und so kannst du jedes Gespräch, jede Konversation, alles, was du damit einfließen lassen möchtest, kannst du für dich abstecken und bestimmen. Aber ohne dem, wenn du das nicht machst, dann wird daraus nichts, weil dein Gegenüber weiß darüber nicht Bescheid. Weil viele, die sind verwundert und fragen sich letztendlich, warum habe ich jetzt nicht Nein gesagt? Weil du von deiner festen Überzeugung da nicht zu stehst, das einfach mal auszusprechen, das, was du wirklich sagen möchtest. Und das solltest du jeden Tag mal wieder für dich abrufen, um herauszufinden, was blockiert dich denn gerade noch? Und wenn du jetzt wirklich sagst, der richtige Zeitpunkt ist da. Alles ist so gesetzt und gestellt, dass ich eigentlich ins Handeln kommen sollte. Dann mach das doch jetzt einfach mal. Dann schick mir eine Nachricht. Dann sag dir, ja, ich nehme mal Kontakt zu diesem Peter Zander auf. Der wird dir nämlich dabei helfen. Der wird dir da die Unterstützung bei anbieten, die du brauchst, die du benötigst. Und dann finden wir in einem Gespräch heraus zusammen, wo du jetzt gerade stehst und du stehen könntest, mit meiner persönlichen Inanspruchnahme. Dann werden wir nämlich genau auf den Punkt bringen, was da für Möglichkeiten noch bei dir schlummern und verborgen sind, die du benötigst, die du einfach nur noch abrufen musst. Darüber hinaus. Geh jetzt auf meine Seite, peterzander.de. Informiere dich einfach mal, was es noch darüber hinaus bei dir für wirkliche zukunftsweisende Tätigkeiten, Möglichkeiten, alles, was da reinfließt, gibt. Und wenn dir das gefallen hat, was du hier in diesem Video mit auf den Weg bekommen hast, dann teile es doch mal jetzt mit den Kandidaten, wo du ganz genau weißt, die sollten das nicht so sehen, hören und verstehen, sondern im besten Fall mit in ihr Leben integrieren. So, dass du ganz genau weißt, das ist ein wirklicher Unterschied in ihrer tagtäglichen Situation. Weil dann weißt du ganz genau, du hast demjenigen auf den Weg gegeben, was dafür möglich ist und was dafür notwendig ist vor allem. Wenn du das machst, dann wirst du ganz genau herausfinden, da gibt es noch etwas, was du nicht kennst und was du noch nicht einsetzt, weil dafür brauchst du wirklich Inanspruchnahme mit anderen Personen, die das schon für sich gemeistert und verstanden haben. Mach das jetzt einfach mal. Ich freue mich auf unser gemeinsames Video in diesem Sinne. Ich freue mich und ich sage dir jetzt schon mal, bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, bis dann.